Jo, herzlich willkommen zu Need for Speed Porsche. Und ja, wir wollen noch mal sehen, was wir hier noch so reißen können. Weiß gar nicht mehr. Klassische Clubrennen haben wir fertig. Goldenes Clubrennen, da geht's dann jetzt irgendwie weiter. 944er Trophy. Okay. Bam. Cabrio hätten wir da. Hier gibt's keinen mehr. 91er Bau, ja. Hier gäbe es einen 88er Baujahr SQP. Ja. Coupé hätte ich 82er. Kann ich mir den 88er vielleicht mal zulegen? Wäre ja vielleicht gar nicht so verkehrt, ja. Nein, 87er ist das, ne? Kommt zu dem Preis, gib mal her die Kiste. Turbo S Coupé. Ja, gib mal her. Den 82er Coupé haben wir nicht. Holen wir uns die Wagen alle wieder. Zum Teil. Ist ja auch kein Ding, ne? Ich erinnere mich nämlich irgendwie daran, dass bestimmte Modelle vom 944er besser und schlechter waren. Ich weiß aber nicht, welche Baujahre und welche im Vergleich. Falls ich diese überhaupt zusammenkriege, dass man die vergleichen könnte. Müsste man nochmal sehen. So teuer war es ja jetzt hier nicht. So haben wir sie alle. Und beginne tue ich einfach mal mit dem 91er Baujahr. Das denke ich keine schlechte Idee, weil der ist. Oh ne, der ist komplett Serie. Bis auf die harte Domstrebe. Und Schnellschaltgetriebe hat er. Okay. Also müssen wir noch eine Runde tunen hier. Extra harte Domstrebe, dann wird die auch noch getauscht. Fiberglas nehmen wir erstmal alles mit hier. Profi-Rennstoßdämpfer brauchen wir alles jetzt hier. Tja, Schnellschaltgetriebe hat er, glaube ich, gehabt. Ne? Enges Übersetzungsverhältnis oder hohe Geschwindigkeit? Das ist die Frage. Ich versuche es erstmal mit Getriebe für hohe Geschwindigkeit. Dies und das hier. High Butterfly Messungsluftfilter Ersatz ECU. Ist keine super leichte Schwungscheibe für den Wagen hier. Egal, ran und rein damit. Also jetzt rein damit. Weiß nicht, früher fand ich das immer cool, dieses Rumgetune. Jetzt geht es mir ehrlich gesagt irgendwie auf den Keks. Würde mir UG1 wohl auch nicht mehr so schmecken. Also Need for Speed Underground 1. Eieieiei. Ja, Felge 4 könnte man ja auch noch dazu nehmen, ne? Dann und wann. Hm.
Ups. Für die Optik rein damit. Machen wir das auch noch. Das jetzt was verändert? Keine Ahnung. Irgendwie gerade nicht so wirklich in der Vorschau, ne? Nicht großartig, aber gut, was soll's. Jo. Schwarzwald, industrielle Zone und Alps. Da muss ich mir doch glatt noch Reifen organisieren. Für den Schwarzwald gehen die normalen, denke ich. Mal einen Schluck Kaffee nehmen hier. Dann wollen wir mal sehen hier. Eigentlich möchte man meinen, dass das hier kein Problem ist auf dem modernen Rechner, aber irgendwie dann irgendwann mal hat er so seine Zuckungen hier mit dem Digivoodoo Glide Wrapper. Aber N-Glide läuft echt nicht besser, muss man sagen. Das ist, ne. Totale Kaka im Vergleich. Oh, Jungs, ey. Könnt ihr nicht fahren, ey? Das ist doch scheiße, ja. Mann. So viel Platz und die müssen unbedingt mit dem Verkehr kämpfen, aber das gibt's doch gar nicht. Ich dachte, das ist eine Rennsimulation und kein Flugsimulator. Ersten Platz kriege ich wahrscheinlich nicht mehr auf dieser Strecke. So wie das hier jetzt gelaufen ist. Es sei denn, er macht einen richtig dicken, schönen Fahrwähler mit dem Verkehr jetzt. Dann habe ich da wohl kein Problem.
Er konnte ihn nicht mehr aufholen. Keine Chance. No chance. Auf dem zweiten Platz. Konnte ich natürlich entsprechend doch vom Rekord her nichts gut machen. Industrielle Zone, ja, das war die Strecke, wo ich irgendwann mal einen Unterschied ausgemacht hatte beim 944er, bei den unterschiedlichen Modellen. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das denn, wie ich das mal rausgefunden habe. Irgendwie fand ich es lustig, dass ein Turbo nicht so gut ist wie ein normaler 944er. Es handelte sich um 20 km/h oder so. In dem Dreh. Mit demselben Tuning-Verfahren, auch Getriebeübersetzung und so. Jedenfalls ist er im letzten Gang, hat ihn wieder runtergebremst. Von 250 km/h war es, glaube ich, runter auf 230, weil er dann abgewürgt hat. Dadurch hat er ihn abgebremst auf der Straße. Und bei einem anderen Modell war das nicht so. Dann konnte man ihn dann bis dahin ausfahren und dann war gut. Oder ich glaube sogar 260. Irgendwie so war das. Hatte ich auch mal ein Video drüber gemacht, aber das war noch auf meinem alten Kanal und das Video ist leider futsch. Weiß ich auch nicht, ob ich davon eventuell ein Backup habe. Müsste ich mal gucken. Ich glaube aber nicht mehr. So, jetzt wollen wir gleich mal weiterfahren hier. Nicht lang schnacken. Kopf ins Cockpit, ne? Mal gucken, was wir schaffen hier. Industrielle Zone. 3, 2, 1, los! Tendenziell schon mal einen schönen Start gemacht hier. So, aufpassen mit dem Verkehr hier, dann wird das böse enden. Na komm, wir nehmen mal die Kürzung hier. Wow, wow, wow. Schön auf Strecke bleiben. Ja, mach mal, fahr mal vor, dann weiß ich, wo ich nicht lang fahren darf. Meine, hier muss ich jetzt links hoch. Ja, genau, weil dann steht da nämlich sonst der LKW im Weg und das würde sehr unschön enden. Läuft. Wenn die Strecke einmal drauf hat, hat man sie drauf. Das ist hier halt so. What? Aber genau das ist es. Und da werde ich hoffentlich gleich sehen, was da los ist mit den Wagen. Was hat er und was habe ich hier? Wie kann der da gerade auf einmal so an mir vorbeiziehen, ne? Hüpf. Keine Chance hier, ne? Der zieht einfach von dann da. Na, er hier macht das, ne? Habt ihr gesehen? 240 sogar geht er runter. Mach hier nochmal Vollgas.
und dann geht er 10 km/h runter. Also den 944er voll ausgefahren hier. 92er Baujahr, Turbo. Motor bis zum Schluss ausgefahren, alles was geht. Und noch ganz knapp den ersten Platz gemacht. Leckt mir im Arsch, das gibt's doch nicht. Ha. Du bist auf dem ersten Platz. Jetzt seht ihr ja den 944S und ich hab den Turbo. Du führst die Turniertabelle an. Ja, ist das schön und gut. Schön und gut. Tja. Wollen wir mal gespannt sein. Ich wechsle den jetzt mal. Ich will den dürfte ich ja haben, den der da gefahren hat. Ohne Schäden durch. So, und der hatte einen. ...87S, wenn ich nicht irre, ne? Oder war es das S-Coupé? Ich werde es später im Video halt sehen. Mal gucken wegen dem Tuning. Hier ist nämlich ja, High Butterfly Ansaugsystem. Ein bisschen was wieder gemacht. Das ist wieder so... das Auspuffsystem erstmal durchziehen hier. Ja. Das hat er ja drin gehabt, ne? Luftfilter, Schwungscheibe, großes Drosselklappengehäuse. Pimpen wir den mal hoch und gucken mal, wie der sich gleich verhält. Ja. Was ist mir da mit den Teilen passiert? Wieso habe ich die leichte Schwungscheibe jetzt doppelt? Irgendwas verpasst. Das ist auch irgendwie kurios hier schon wieder. Hä? Jetzt blöd. Hier gerade ein Bug entdeckt oder was ist da los? Anyway, lässt sich alles verbauen, ne? Erstmal Standardzeug weg, dann habe ich dann noch einen Luftfilter eigentlich zu verbauen. Jo, und damit. So. Gott. Ist ja grausam hier. Hier gibt es ein 3 Liter Motor Upgrade, aha. Supercharger 4, meinetwegen. Alles rein, den ganzen Stuss, ne? Drosselklappengehäuse und ECU fehlt mir hier jetzt theoretisch. Hm. Aber ich war, glaube ich, irgendwie auch an einem anderen dran, ne? An dem hier, oder? Junge, Junge, Junge. Was ist da los? Was an den Augen hier? Nein, der hier war es, ne? Ja. Und da fehlt mir jetzt das Drosselklappengehäuse und der Turbo. Alter Schwede, ey. Du bist verrückt hier. Stufe. Ah, für den gibt es kein 3 Liter Motor Upgrade. Aha. Soll es dann am Hubraum liegen? Ja. Gibt nichts, was Hubraum ersetzen könnte, außer Hubraum, ne? Das könnte es schon sein, ne? Kann man nochmal einen schönen Vergleich machen. Das kommt dann aber in der nächsten Folge. Ich will jetzt nur noch das letzte mit dem hier fahren und dann ist für dieses Video erstmal Schluss. So, Motor ist fertig, Rest, Profi, bis auf Profi, Rennfederung, brauche ich das alles, ne? Ja. So,
Aber schön, dass ich die Reifen untereinander verwenden kann. Das hat ja was. So. Profi-Rennfederung und den Rest brauche ich. Nein, die Profi-Rennfederung hatten wir ja, ne? So. Rennstoßdämpfer, alles reinrotzen in die Kiste, beziehungsweise austauschen, ne? Was da alles nur geht. Tuning-Kits aus dem Hause Porsche oder so, hier. Ah, genau, Profi-Rennfederung ist drin. Drumstrebe rein da. Alter Schwede. So, und jetzt kommt ja Alps. Alps, brauche ich bitte Regenreifen. Schauen wir mal, vielleicht fällt das auch hier auf. Typische Überlänge-Folge, aber naja, was soll's. Kaffee ist auch schon wieder leer. Shit. Aber da ziehen wir noch durch hier, eiskalt. 3, 2, 1, los! Dieser graue, ne? Der ist mir irgendwie ein bisschen dürnlich im Auge. Wow, das ging aber cool hier. Ja? Da ging mir schön der Arsch. Es kann aber vom Vorteil sein, dass Porsche immer so gern mit dem Arsch wegrutscht. Was an der richtigen Stelle passiert, zur richtigen Zeit, dann kann man da schön um die Kurven rum. Da braucht man keine Handbremse. Das ist wie 3er BMW auf dem Parkplatz. Im Winter. Boah, ey. Auf zwei Rädern oder was? Ist mir früher auch schon mal passiert. Bei dieser letzten Kurve hier. Die so geil von außen dahin genommen habe. Schaffe ich aber nicht mehr. Oh, du Sack, ey. Das kostet mich wieder Geld, ey. Zu doof, da rumzufahren. Oder was? KI ist echt nicht schlecht, aber manchmal ist sie auch brutal schlecht. Je nach Situation halt. Selber das Problem mit dem Verkehr hier. Aber ich habe mir wohl Zeit gut gefahren, dass ich mir das gerade locker leisten konnte. Ist natürlich auch nett. Jetzt hat die Lenkung ganz schön gelitten hier. Jetzt fährt er sich scheiße. Aber wir werden es überleben, denke ich. Oh. So eine Hassliebe mit dieser Strecke hier, ne? Ich mag die nicht. Irgendwie
läuft das nicht so geil gerade. Ist lustig. Bleibe Erster und werde Erster, wenn ich total kacke fahre. Wenn ich richtig gut durchkomme, dann werde ich nur Zweiter oder nur ganz knapp Erster, ja. Du hast das Rennen gewonnen. Es ist das, was er da fährt. Du hast das Turnier ist kein Turbo. Weiter mit dem nächsten Turnier. Läuft absolut. Ganz schön ramponiert hier, aber na gut. So. S. Aber S ohne Coupé oder Cabrio dran stehen. Also kann es ja nur einer von diesen hier sein. Von diesen dreien hier. Und die werde ich dann mal im nächsten Video vergleichen. Voll aufgetunt. Aber das mit dem Tune, das muss ich ja jetzt auch nicht unbedingt in diesem Video zeigen. Denke ich mal. Und in diesem Sinne sage ich mal, bis dann zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Need for Speed Porsche. Tschaußen.